Servus, ich bin der Rio und ich trinke ein Bier. Heute ein Bier, das haben wir uns von der Braukunst mitgebracht, vom Zombräu, das Motoröl. Ja, der Motor braucht auch immer mal wieder Öl. Ein leichter Zisch. Oi. Das ist schwarz, wirklich schwarz wie ein Motoröl. Also vom Durchschauen gleich null, aber klar, nichts Trübes. Ganz eine schwarze Farbe. Ich stelle mir heute nur so gebrauchtes Motoröl vor, nicht unbedingt ein frisches Motoröl. Ein feiner Schaum, so wie man vom Guinness her kennt. Der Geruch nicht nach Motoröl. Naja, kann ich nicht so zuordnen. Mach du mal probieren. Oh ja, schaut zwar aus wie Cola, schmeckt aber ganz anders. Aber nicht schlecht. Ist da Schokolade dabei oder Bitterschokolade? So. Ein bisschen, ja, aber auch irgendwie nach diesem Beef Jerky oder so ähnlich. Ein bisschen fleischig zumindest. Rezenz ist da. Der Hauptdruck hat eine leichte, süß-bittere. Ist nicht malzig, aber süß und ein bisschen bitter dabei. Mhm. Nachtrunk ganz leicht. Dann schauen wir heute halt mal wieder, was der Preis sagt. Ja, 7,5% Alkohol, das, ja. Imperial Stouts, ja, haben wir vorher gesagt, das geht in die Richtung von einem Guinness. Schwarz wie Motoröl läuft es aus dein Glas. Frischer Kaffee, nein. Dunkle Schokolade, nein. Normales Bier, auch nein. Es ist Stout, es ist nicht nur ein Stout, es ist Imperial Stout. Kolben fressen andere, ein schöner Spruch. Ja, klassen besser als das Guinness. Doch, das ist ein gutes Bier. Alles macht Spaß. So jede Woche ist ein Bierchen zu trinken. Ich dachte, ich habe meine besten Biere schon gehabt, aber nein. Jedes Mal lernt man wieder was Neues kennen. Schade ist bloß, dass die guten Biere oft zu viel Alkohol haben. Da kann man nicht so viel trinken, aber wir genießen ja lieber. Und das da, das war ein Genuss.